Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Ich bin der Firestorm LP und wir beginnen mit einer neuen Aufnahmesession von Assassin's Creed Brotherhood. Ja, wir haben in der letzten Folge mit der Diebesgilde besprochen und die Diebesgilde wieder auf unsere Seite gezogen, beziehungsweise La Volpe wieder auf unsere Seite gezogen. Somit kann man sagen, erfolgreich beendet die Erinnerung mit La Volpe. Ja. Wir haben außerdem noch einen Geschäftsauftrag beendet, so früh schon, aber wir haben den Geschäftsauftrag Treue beendet. Wir haben verschiedene Stoffe noch gesammelt und somit haben wir damit einen Geschäftsauftrag gesammelt, ein paar Gegenstände gesammelt und dadurch den eingelöst und haben das Offizierschwert bekommen. Ja. Und zwar haben wir uns dann, weil wir noch zu viel Geld hatten, zufälligerweise natürlich, hatten wir noch so viel Geld, dass wir uns noch was leisten konnten. Und zwar die Armbrust haben wir uns direkt mal gekauft, gegönnt. Und in einem der, also ich nehme das jetzt gerade auf, und einem der vorigen Parts, sag ich jetzt mal, hat ein Zuschauer mir geschrieben und beziehungsweise einen Kommentar geschrieben und hat den Wunsch geäußert gerne, dass ich die Raiden-Montur mal anziehe. Die gibt es für, wenn man alle virtuellen Trainingsmissionen meistert, ja, egal auf welche Art. Und das habe ich schon mal geschafft und das wird halt auch übernommen auf die nächsten Safe Games. Somit werden wir die mal anziehen und mal, jetzt nicht lange, aber mal für eine Stunde oder so was mal benutzen. Nicht lange. Jetzt haben wir auch schon 2 Minuten geredet. Und beginnen dann auch mal. Beziehungsweise wir tun dann mal die Montur. Anziehen. Und wir haben hier die Tracht eines Florentiner Edelmanns. Altiers Rüstung, Altiers Gewänder. Drachenrüstung und die Raiden-Motor, ja, so sieht sie aus und die ziehen wir jetzt mal an. Und dieser Zuschauer heißt Janis Sauer. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Janis Sauer, jedenfalls. Und ganz ehrlich, ich mag diese Rüstung nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag sie nicht so sehr. Liegt einfach, ja, hat keine bestimmte. Keinen bestimmten Grund. Ich mag es einfach nicht. Ja, ich glaube, wir kaufen uns mal das Messer hier. Ist vielleicht keine so uninteressante Idee, ja. Verkaufen werden wir nichts. Geschäftsaufträge haben wir bis jetzt die Treue und den Geschäftsauftrag haben wir auch erledigt. Das müsste es sein, hoffe ich. Und komm bitte oft wieder. Dann gehen wir mal hier zum zur Bank und suchen uns mal eine Mission aus. Ich denke, ich werde jetzt nicht lange damit spielen. Ganz ehrlich, dafür ist es mir zu doof, aber ich mache sie jetzt, weil ein Zuschauer es gerne gehabt hat. Und deswegen mache ich das jetzt und das ist sozusagen eigentlich auch der einzigste Grund. Schneider hier können wir leider nicht renovieren. Ich finde sie jetzt nicht so, also sie war halt cool, aber ich finde die normale Rüstung halt irgendwie doch noch stylischer und geiler und so, ne? Die halt die normale. Für die Drachenrüstung finde ich jetzt auch nicht so geil. Die hat jetzt auch keine besondere Funktion oder so, diese Rüstung hier. Und ich weiß, ich müsste eigentlich auch in eine andere Richtung, wegen dem Hauptspiel, der Hauptstory, aber ich mache jetzt noch, hiermit spiele ich jetzt ein paar Nebenmissionen. Erstmal. Und dann, weil es, wie gesagt, also so 15 Minuten, also ich denke mal ein Part ungefähr, dürfte das sein. Werde ich damit spielen. Nur für Janis Sauer. Sind hier eigentlich so viele Wachen? Du hast
dass sich die übrigen Anhänger von Girolamo Savonarola der Inquisition stellen oder sterben müssen. Die Irrlehre, die sie als Wahrheit verkünden, sind die Ketzerei. Wer keine Abbitte leistet, wird das Schicksal ihres Anführers teilen. Der hat den Anführer getötet? Wir natürlich. Beachtet, dass die Anlässe für die Sünde des Ehebruchs nur zurückgebracht wurden, da die Kapitäle der Ansicht sind, die geringen Kosten würden zu solcher Mit den Zusatzeinnahmen wird ein Monument. Ja. So, okay. So, hier ist ein Aussichtspunkt und den wollen wir jetzt machen. Hier auf dem Rücken schön die Armbrust und ja, sieht schon nicht schlecht aus. Ist jetzt auch nicht der höchste Turm. Würde ich jetzt mal so behaupten. Wie gesagt, aber ich werde auch wieder die alte Rüstung anziehen. Nach diesen ungefähr 15 bis 20 Minuten, nach diesem einen Part, würde ich mal so behaupten, ziehe ich mal wieder die alte Rüstung an. Denn das ist mir auch... Ach, den haben wir ja schon befreit. Können wir den schon machen? Keine Ahnung, ich werde es mal probieren. Den werde ich machen. Den Borgia-Turm. Ich sag, das ist so eine Zukunfts-Raiden, Zukunft-Ding. Bei Metal Gear Solid gibt es ja auch Raiden und das ist ja auch zukunftsmäßig. Gibt hier diese Metal Gear Rising Revengeance oder so, wie das hieß. Ich hab jetzt nicht gespielt, nur die Demo habe ich mal gespielt. Und es war zwar cool, hatte was, aber ich weiß, ich bin jetzt nicht der Metal Gear Solid Typ. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass es ähnelt nicht den Metal Gear Solid alten Teilen, den alten Metal Gear Solid Teilen. Weil ich halt das alte Metal Gear Solid nicht kenne, ne? Mutter Kirche darf mit fetter Kriegsbeute rechnen, um ihren Ruf zu mehren. Die Armbrust, die ist schon cool. Vielleicht krieg ich den. Sehr schön, Alter. Habe ich den ins Wasser. Den haben wir schon mal. Beeil! Jetzt stirbst du! Ich liebe einfach das kleine Messer, weißt du, das ist einfach so geil. Und dann auch die Wurfmesser, weil die sind einfach so pornös geil. Ja, weißt du, die Wurfmesser, die kannst du halt einfach werfen und da kannst du sogar, wenn du gedrückt hältst, dann kannst du sogar zwei mit abwerfen. Das ist nochmal mehr geil und ich krieg jetzt, hab ich schon wieder drei Wurfmesser wieder zurückbekommen. Ja, Armbrustbolzen habe ich jetzt auch wieder zwei neue. Armbrustbolzen habe ich jetzt 14 wieder. Ich muss. Na, komm doch. Den denn los? Warum ist der denn tot?
Habe ich da ein Wurfmesser hingeworfen oder was? Wurfmesser. Also Bolzen habe ich jetzt alle. Wurfmesser fehlt mir jetzt noch eins. Aber ich hab den Typen noch nicht getötet, oder? Das ist meine Schuld. Ganz ruhig. Ja, man kann auch manchmal die Oldschool-Variante von Wurfmesser nehmen. Jedenfalls mit Armbrustbolzen. Ich kann eigentlich auch mal hier den mal ausrauben. Die Möglichkeit besteht ja durchaus. Aber leider hat er nur Kugeln und Gift. Naja, egal. Wie gesagt, ich habe in den letzten Parts ja eigentlich relativ viel Borgia-Türme und so weiter gemacht. Das weiß nicht, ob das allen gefällt, weil die sind noch nicht oben. Oh. Aber mal gucken. Wir hatten 11 von 24 Aussichtspunkte synchronisiert. Ist gut, finde ich gut. Und jetzt sind wir auch wieder in Anführungszeichen unsichtbar. So. Ich weiß, ich mache relativ wenig eigentlich an Wiederaufbau von Rom. Also 6 Borgia-Türme, die sind alle hier in diesem Bereich. Der ist schwierig. Der ist nicht so schwierig. Der ist auch nicht so schwierig, aber schwierig. Der ist überhaupt nicht schwierig. Der ist nicht schwierig und der ist auch nicht schwierig. Also eigentlich nur noch ein Fünfer. Die Hauptmission ist wo? Genau. Das wollte ich jetzt nicht. Hier wäre zum Beispiel eine Diebesmission. Ich denke, die mache ich mal. Ich guck mal gerade, wie lange ich schon aufnehme. Ja, ich denke, ich mache noch eine Diebesmission mit der Montur. Jetzt kriege ich dafür auch noch hier Bekanntheit, Alter. Das ist ja ein Unding. Aber ich mache jetzt noch das hier, das Diebe, diese Diebesnebenmission. Oh. Und dann werde ich die Montur auch wieder ablegen. Dann hast du hier. Dann hast du es auch gehabt. Hä? Gleich wird Ercolo dir die Nase abschneiden. Das macht er immer. Nein. Kurz durchsuchen. 2 Wurfmesser, eine Medizin, das ist sehr schön.
Auf jeden Fall schon mal ein Pferd. Was laufen kann. Weiß der, was laufen kann. Ist auf jeden Fall wichtig. Ist jetzt nicht so schnell. Dass ich auch noch Gepäck hinten drauf hat. Ah, wo? Ach, da. Jungs, ich bin hier. Ezio, man erzählte, dass ihr kommt, aber ich konnte es nicht glauben. Die Cento Occhi haben uns zum Kampf herausgefordert. Leicht gesagt für sie, sie sind ja klar in der Überzahl, aber mit euch rechnen sie nicht. Sie werden bald kommen. Seid bereit. Ein Interessenskonflikt. Gleich beginnt ein Handgemenge. Den Cento Occhi muss eine Lektion erteilt werden. Volle Synchronisation, den Kampf überleben, ohne dass Diebe K.O. geschlagen werden. Ach, ist das Faust. Okay, komm. Grab den Mann. Oh. Da ist jemand online. Alter, was ist denn los, Alter? Ja, komm, greif doch mal an. Ich bin hier. Komm schon ran. Komm doch, greif doch mal an. Greif doch mal an hier. Junge. Komm doch. Na, greif doch. Meine Fresse, sind die dumm, Alter. Jetzt stirbst du. Meine Fresse, sind die dumm. Naja, egal, 100%. Die wurden nicht beschädigt, beziehungsweise wurden nicht kaputt gemacht oder K.O. geschlagen. Wie auch immer man es nehmen will. Die haben aber immer schöne Waren dabei, die man auch für später braucht, für Handelswaren. Deswegen sollte man die immer eigentlich durchsuchen. Ich weiß gar nicht, habe ich schon wieder... Nein, ich will jetzt kein... Ich bin in der Nähe eines Schatzes, habe ich gehört. Da ist ein Schatz. Ich dürfte vielleicht eventuell wieder irgendwas... an Terrakotta-Gefäß. Ja gut, das hätte ich später brauchen können, aber jetzt im Moment nicht. Ist ja auch egal. Inventar, Montur. Das war's jetzt auch schon. Also wir nehmen den schlichten Umhang wieder. Die Raiden-Montur, tut mir leid, dass es jetzt nur so wenig war, aber wir müssen jetzt auch mal aufhören damit. Wir ziehen den schlichten Umhang wieder an, sodass wir wieder in normaler Montur erscheinen sozusagen. Wir haben jetzt, ich sag mal, gute 20 Minuten damit verbracht. Monturen. Ach, entfernen muss man das erst noch. Okay. Muss das erstmal entfernen. Okay. Ja, ich habe lange kein Assassin's Creed mehr gespielt, wo ich noch Sachen angezogen habe. Hier haben wir wieder die normale Rüstung quasi in dem Sinne.